Peng Peng Brotato Gang, was geht ab? Ich melde mich hier gerade aus dem Badezimmer von Lukas und ehrlich gesagt weiß ich nicht, warum er Bilou besitzt. Tasty Donut. Das riecht echt nach Donut. Der Grund, warum ich eigentlich heute hier bin, ich muss ein bisschen leiser sein. Wir haben mal wieder eine lange Nacht durchgemacht und waren gerade bis eben noch locker 2 Stunden am Zocken und wir haben jetzt mittlerweile, warte, ich gucke mal auf die Uhr, ich will euch ja nicht anlügen. Oh, da kommt noch eine Nachricht rein. 20 vor 4. Also da oben seht ihr 3.42 Uhr. Ich hoffe, das erkennt man. Sonst mache ich es nochmal so. Ja, ja, Leute, Model als Hintergrundbild. Vielen Dank. 3.42 Uhr haben wir gerade und Lukas ist eingeschlafen. Wir haben FIFA gezockt, haben noch vorher richtig viel Business-Stuff abgeklärt. Ihr wisst immer, Business am Making, ja, YouTube-Lifestyle. Make money and get inked, you know what I mean. Jedenfalls habe ich mir dann nochmal so Kommentare durchgelesen. Und wirklich jeder will, dass Lukas seine Haare schneidet. Und ich habe das jetzt einfach zu meiner Mission gemacht, ihm heute mal die Haare zu schneiden. Also, ich werde jetzt einfach mit der Kamera zu ihm gehen und hoffen, dass er noch nicht aufgewacht ist. Und dann werde ich ihm einfach ganz eiskalt rasieren und ich hoffe, er bringt mich nicht um, weil mein Gott, das sind nur Haare, oder? Und dafür für die Aktion erstmal ein Like da lassen. Es geht los. Das war ja schon todeslaut. So Leute, das ist seine Tür, let's go. Schön leise. Alter Junge, was ist denn mit der Tür los? Alter. Sogar mein tauber Cousin aus Japan hat das gehört. Alter, was machst du? Was geht, Mann? Was machst du, Alter? Warst du am Schlafen oder was? Ich wollte nur was ausprobieren. Junge, hast du mich ernsthaft rasiert, Alter? Hast du es jetzt wirklich gemacht, Mann? Ich muss an die Klicks denken, Alter. Das will jeder da draußen. Und hier schick eine Kamera. Mann. Und die Seiten, Mann, die kann man doch eh kurz machen, Mann. Ganz ehrlich. Ich hab... Oh, Mann! Junge, das sind nur die Seiten, Alter. Das sind nur Haare. Das wächst wieder. Alter, ist das dein Ernst? Was ist jetzt so ein Drama? Ist es dein Ernst, Mann? Was ist jetzt so ein Drama, Mann? Drama? Ich hätte nicht gedacht, dass du sowas machst. Alter, ich glaube, das war... Junge. Oh, Alter. Wir haben so einen Scheiß noch nie gemacht. Ja, aber ich meine... Alter. YouTube läuft nicht so, Alter. Und da muss man auch mal Konsequenzen ziehen, so, oder? Oder nicht? Außerdem war die Frise eh komisch. Boah, hast du überhaupt rasiert, Alter? Du hast gar nichts gemacht, Alter, oder? Du hast nicht gemacht. Nein, ich hab nicht gemacht. Boah, Alter, echt, du machst das, Mann. Also nein, nein. Für einen kurzen Moment habe ich gedacht, du hast nicht gemacht. Ich würde nicht machen, aber... Naja, eigentlich habe ich schon gedacht, setze ich jetzt den Rasierer an oder setze ich den Rasierer an? Alter. Okay, nice. Ich dachte echt, ich dachte jetzt so ein paar Sekunden, so jetzt ist die Kacke am Dampfen. Jetzt ist vorbei, Junge. YouTube-Kanal gelöscht. Oder ich eiskalt rausgekickt. Nein, sowas haben wir noch nie durchgezogen, Alter. Das wäre... Ja, nein, ich hab's auch nicht vor, aber... Ach. Wenn man dann schon davor steht, spielt man schon mit dem Gedanken. Wäre ich eingeschlafen, hättest du auch irgendwas gemacht. Du hättest wahrscheinlich sogar wirklich durchgezogen, aber bei mir ist egal, so von... War das jetzt so ein Prank-Video? Nice, Leute. Ja, willst du noch irgendwas Abschließendes sagen? Als ob das wieder zu Ende sein. Ich weiß. Zeit für noch eine FIFA. Ja, Leute. Menu Real, Zeit für eine FIFA Challenge. Menu ist im Finale. Ja? Von der Europa League. Junge, man kann ihn richtig damit schocken, ey. Ja, ich glaube, du hast mehr Angst vor so einem Rasierer als vor einer Pistole, es gibt ey. Nur eins, was mir heilig ist, meine Haare. Alter. Wenn dir jemand Pistole an den Kopf hält, dann sagst du so, alles gechillt. Nur nicht meine Haare. Wenn jemand Rasierer an den Kopf hält, Junge, was ist los mit dir? Soll ich mal nachts kommen und dir so deine Muskeln wegnehmen? Was würdest du dann sagen? Die kann man nicht wegnehmen. So, ich schneide dir die ab.
Stimmt, ja, das ist mir auch sehr heilig. Das ist ungefähr vergleichbar. Das Einzige, was ich habe, sind Haare. Also Lukas geht wieder schlafen und ich verabschiede mich mit einem hoffentlich gelungenen Prank. Und bis dahin, haut da rein. Als ob das Video zu Ende ist. Stabil.